So, Freunde, herzlich willkommen zurück bei Sophie's Curse. Zweiter Versuch, 8 Uhr ist es und... So, ich habe mir vorgenommen, ein bisschen weniger panisch zu reagieren diesmal. Okay, aber na, wir werden das schaffen. Ich bin zuversichtlich. Und so, schauen wir erstmal, wo der Savepoint liegt. Bei A, das ist schon mal gut. Das ist direkt hier unten. Bei der gemütlichen Couch-Garnitur. Bleiben wir einfach mal hier. Ja, wir sollen, wenn wir die Dinge aufkurbeln und Sophie hören, sofort aufhören zu kurbeln. Das mag sie nämlich nicht. Und wenn wir sie sehen, wenn sie mal vor uns auftaucht, müssen wir sofort in die entgegengesetzte Richtung rennen. Da können wir noch mit Glück überleben. So, ich warte noch ein bisschen, bevor ich hier mich auf Tour mache. Hey, die Soundkulisse ist nach wie vor echt gut in dem Spiel. Tierisch gut. Ich warte noch. So, jetzt gehe ich mal langsam zu B. Treppe hoch. Und Kurbel. So, diesmal ist bei Opa ausnahmsweise. Warte! Renne! Weg. Zum Safepoint. Okay, hier bin ich sicher. Hier kann mir nichts passieren. Verpiss dich, Schlampe! Bitch! Danke. Alter, mal gucken, ob der Safepoint noch hier ist. Wo er war. Nee, jetzt ist er nicht mehr da. Jetzt ist er oben bei Opa. Gut, gehen wir oben zu Opa. Hier noch ein bisschen kurbeln vorher. Wenn wir schon hier unten sind. Ich habe keine Lust, gleich wieder herunter zu müssen. Oh ja, Kurbel. Treppe hoch. Mein Gott, das Spiel raubt mir mein letztes bisschen Verstand. Runter. Safe Point. Dankeschön. Ich weiß immer noch nicht, was all diese Büro... Oh, okay. Hier ist der Safe Point. Hier bleibe ich. Hier bleibe ich. Jetzt gucke ich mal, aber sicherheitshalber, ob der immer noch hier ist. Nicht, dass nach diesem Spuk auch der Safe Point wechselt. Ja, ich hab's gewusst. Jetzt ist er bei A. Okay. Immer wenn hier das Licht kurz so flackerig wird und die Musik so dramatisch und jetzt haben wir noch einen Error, wechselt auch der Safe Point. So, komm. D. Zack. La. Na komm schon. Der dritte ist okay. Und Schalter an. Grün. Sind alle meine Kleider. 3, 9, 4, 5. Ah, 9, 4, 5. Dankeschön. Und B und C. Ach du Scheiße, was ein Stress. Und runter. Und runter. Ich hätte D eigentlich mal aufladen können. Herr Daddel. Aber ich fühle mich hier sicher. Was bedeutet das, dieses Blink immer? Ich will es gar nicht wissen. Fuck, Error, nix. Aha, das ist scheiße. Ich muss doch D aufladen. Okay, C erstmal. Blablabla. Ah, ich bin am Arsch. Oh ne! Save Point. Ich weiß nicht, irgendwie fühlt sich das an, als spiele ich das falsch, aber. Weiß ich nicht. Ja, komm, geh zum Laptop. Ich muss gucken. Save Point ist jetzt bestimmt wieder. Ne, ist immer noch bei A. Okay. Gehen wir gleich hier hin. 9.14 Uhr. Ah, ich will nicht hier weg von meinem geliebten Safe Point. Aber ich muss hoch.
Und, So, kurzer Besuch bei Opa. Und Retour nach unten. Verpiss dich, Emily, hätte ich fast schon gesagt. Ist ja gar nicht Emily. Ah, weg! Sophie! Aber sie könnte mit Emily verwandt sein. So. So, immer wenn das passiert, wechselt der Save Point. Nicht immer, aber häufig. Ja, jetzt zum Beispiel ist er oben bei Opa. So, bevor ich hochgehe, ein bisschen Kurbel, Kurbel, Kurbel. Danke. Schnell, 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 schnell. So, B ist in Ordnung. Gleich hoch. Mann! Du Scheißding! Okay. Ich kümmere mich gleich. Ich kümmere mich gleich. Ich kümmere mich gleich um den Error. Werden wir bei Opa hier die Kurbel aufdrehen. Komm, lauf, lauf, runter. Error, Error, Error. Syntax-Error. Komm, geh ab hier. Lauf doch mal schneller. Robert bezahlte schließlich. So, bam. Nein! Hoch! Sek! Nein! Ah. Ah, dieses Spiel macht mich kirre! Save Point! Opa! Opa, ich komme! 9.44 Uhr. Ich könnte versuchen, hier zu bleiben. Ich bin nicht sicher, ob der Save Point noch hier ist. Ich kann es nur hoffen. Der Save Point ist eigentlich immer nur bei A oder bei D. Bei B und C habe ich den noch nie festgestellt. Ich glaube, der kann nur an diesen zwei Punkten sein. Ich kann jetzt einfach versuchen, bis zum nächsten Checkpoint zu überleben, ohne die Dinge nochmal aufzukurbeln. Das müsste eigentlich reichen. Scheißegal, was danach passiert. Ich will erstmal den Checkpoint. Ah, fick dich, Error! Entschuldigung. Entschuldigung für die Wortwahl, aber... Ich bin emotional ein bisschen aufgekratzt. Könnt ihr verstehen. Ist mir jetzt egal, was hier alles kaputt geht und ob die Dinger kaputt gehen. Hauptsache Checkpoint. Eine Minute. Danke. So, okay. Und die Dinger funktionieren auch wieder. Gott sei Dank. Yeah, 10 Uhr. So, Sophie, jetzt kannst du mich von mir aus rösten und grillen und zu einem Thunfisch-Sandwich verarbeiten. Ist mir egal. Mal gucken. Der Save Point. Oh! Der Polizeireport hat gesagt, dass Sophies Eltern mit einigen Freunden um 7 Uhr ausgegangen sind. Als sie gegangen sind, war Sophie alleine im Wohnzimmer und hat ein Buch gelesen. Alles war ungewöhnlich, aber als die Eltern um 10.20 Uhr abends zurückgekommen sind, war sie verschwunden. Niemand hat sie gesehen, kein Zeichen von fremder Gewalt, das Haus war einfach leer, bla bla bla. Sophie hat nie angerufen und keiner ihrer Freunde hat sie seit dieser Nacht gesehen. Doch, ich... Okay, Save Point ist auf A, Save Point ist auf... Oh Gott, jetzt wird's richtig ungemütlich, hier kann das sein. Ich krieg gerade Gänsehaut am Bein. Gut, dass ihr das nicht sehen könnt. Okay, hier ist der Save Point. Ah, wer schreit hier? What? Immer noch A, immer noch A, immer noch A. Schön im Wohnzimmer bleiben. Schön im Wohnzimmer bleiben. Schön hier. Hier ist schön. So, die Uhrzeit da oben stimmt übrigens. Es ist wirklich gerade 10 Uhr. Ja, 10.18 Uhr. Error! Leckt mich fett! Bevor... So, Kurbel, Kurbel. Ich kümmere mich gleich um dich, Mr. Error. Ah, ne, ich muss erst zu Opa. Opa braucht seine Schnabeltasse. Mit der heißen Milch mit Honig, sonst wird er sauer. Und dagegen ist Sophie kalter Kaffee. Wenn Opa sauer wird, weil er seinen Schlummertrunk nicht bekommt, dann ist hier aber was los. Okay, ich renne. Ich weiß auch nicht, wie lang der Error hier... Error sein darf. Irgendwann. Kurbel schon! Oh, schnell zum Laptop. Schnell zum Laptop. Okay, bin schon da. Bin schon da. Da ist grün. Da ist grün. Da ist jetzt grün. Und da ist auch grün. Dick, dick, dag, dag, dag. Bum, bum, bum.
Und 2208. Dankeschön. Wiederschauen. Kerz! Safe. Ach, noch ein Error? Oh, jetzt geht aber hier die Luzi ab. Die Sophie, wollte ich sagen. Schafft dieses Spiel nie durch. Garantiert nicht. Das ist... Oh nein. Checkpoint. Ich weiß nicht mehr, wo der war. Ich glaube, oben bei Opa. Ich renne einfach hoch. Mir egal. Scheißegal. Oben bei Opa, da ist immer gut. Kann nichts passieren. Oh, das Spiel ist der pure Stress. So, ich warte noch ein bisschen. Kurbel dann C auf. Geh dann runter für A und B. Bis dahin ist wahrscheinlich wieder ein Error irgendwo. Natürlich. Was flüsterst du? Alter, diese Geräusche. Okay. Komm und kurbeln. Was soll diese Katze? Lass mich! Kitty! Hello, Kitty! B, 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 B. Das ist stressiger als die Spieluhr in Five Nights at Freddy's 2. Aber auch besser. Five Nights at Freddy's 2 war mit Abstand das schlechteste von allen. So, Opa, ich komme! Ach nee, ich gehe! Ich weiß nicht, was ich mache, Opa. Ich bleib jetzt hier im Wohnzimmer. Ich hoffe einfach, es passiert mir hier nichts. Weil vielleicht ein Checkpoint hier ist, ein Savepoint hier ist. Schnell gucken, schnell gucken. Savepoint ist... Oh, oben! Warum? Oben ist scheiße! Alter! Opa hat Asthma. Er röchelt aus dem letzten Loch. Kein Wunder, dass er sich, wenn er sich die Bettdecke über den Kopf zieht. Würde es mir auch so gehen. Und ich darf hier die ganze Nacht durchkurbeln. Wie so ein Leierkastenmann. Okay, runter, 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 runter. Runter, direkt, direkt, direkt. Wir haben keine Zeit. Wir haben keine Zeit, wir haben keine Zeit. Direkt A, 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 A. Nur ein bisschen kurbeln, nur ein bisschen kurbeln. Direkt zu B, 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 B. Und volle Pulle. Alter, dieses Spiel ist so stressig. Kurbel, 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 das macht so viel Spaß, weil es so schön ist. Juhu, ich check mal den Checkpoint. Checkpoint bei Opa. Sorry, wenn ich extrem unzusammenhängenden Kauderwelsch von mir gebe, aber das anders geht's bei dem Spiel leider nicht. Ups, sorry. So, hier ist der Savepoint. Es ist erst 11.21 Uhr, na bravo. Können wir uns nicht drauf ausruhen. Fuck. Ich höre hier die dollsten Geräusche, aber Sophie selbst macht sich rar bis jetzt. Gesehen habe ich sie in diesem Dings noch gar nicht. Sie ist... Wo ist der Jay? Sie ist immer noch oben. Ich muss eh hier unten kurbeln. Du dreckige Zangengeburt. Oh. Danke. Das habe ich gebraucht. Jetzt sind wir alle wieder wach. Oh. Es war nicht mehr weit bis 12 Uhr. Okay. Machen wir noch eine Folge. Na, was meint ihr? Könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben, dann überlege ich mir das noch und schlafe noch mal ein paar Mal drüber. Und dann überlege ich mir noch ein paar Mal. So, jetzt danke fürs Zuschauen hier bei Sophie's Curse. Bis zum nächsten Video. Ciao.